Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz vorstellen in Moncofa. Area de Autocaravanas de Moncofa. Das ist ein offizieller Stellplatz. Der Platz ist kostenlos. Hat eine Fähr- und eine Entsorgung. Man kann hier 48 Stunden stehen. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein Wohnwagen. Ob die ständig geduldet sind, kann ich nicht sagen. Jetzt kommt gerade ein Mobil. Ich hoffe, es wird nicht so laut. Der Platz hat 30 Stellplätze. Einen Moment, wir lassen das Mobil mal durch. So, hat eine Fähr- und eine Entsorgung. Zum Einkaufen ist es ca. 400-500 Meter. Hier steht 48 Stunden. Und es wird kontrolliert. So, auf der Fähr- und Entsorgung steht gerade jemand. Aber wir schauen mal. So, hier ist die Fähr- und Entsorgung. Es können zwei Mobile gleichzeitig entleeren. Bonjour. Hier ist auch Frischwasser und es gibt eine Spüle und man kann seine Chemietoilette entleeren. So, dann schauen wir mal. Hier ist Chemietoilette entleeren zum Nachspülen und man kann sein Geschirr abspülen. Und wie gesagt, liebe Leute, der Platz ist kostenlos, hat eine Fähr- und Entsorgung, 30 Plätze, Hunde erlaubt. Es gibt noch zwei andere, aber ich denke, das sind wilde Stellplätze. Ob diese Plätze erlaubt sind, kann ich euch nicht sagen, möchte ich auch nicht. Weil nachher kriegt man da ein Ticket oder wird verjagt und dann war das der Holly schuld. So, nochmal ein Rundumblick. Wie immer erscheint unter diesem Video ein Link, der euch zu unserer Stellplatzführerseite führt. Und dort könnt ihr alles nachlesen, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Früher war hier auf der asphaltierten Fläche, die ihr da vorne seht, war der Stellplatz. Aber da haben sie jetzt nur noch einen Pkw-Parkplatz hingemacht. Aber hier, die ganze Sache ist ja kostenlos und legal. Einkaufen habe ich auch benannt. Circa 400 Meter. Da vorne war noch eine Informationstafel, aber da stand nichts von Bedeutung drauf. So, dann sind wir auch schon fertig. Leute, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Hier ist nochmal eine Informationstafel, aber erst machen wir nochmal einen Rundumblick. Großer Aufbruch. Eigentlich ganz ruhig. Hier führt zwar eine Straße vorbei. Ich habe mit einem niederländischen Camper gesprochen. Der sagt, nur über Tag ein bisschen Geräusche, abends ruhig. So, hier hat man noch mal ein paar Informationen. Enjoy Caravaning. Also hier sind einige,
die dazugehören, also im Umkreis von mehreren Kilometern. So, liebe Leute, das war's. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo dalassen. Euer Holly vom Stellplatzführer.de.